Das ist das ZenBook NX500 von Asus, auf der Computex hier neu vorgestellt. Das erste große Notebook von Asus mit 4K-Display. Natürlich auch mit Touchscreen, also läuft mit Windows 8 und Metro-Apps ganz hervorragend. Okay. Neben dem Display ist auch bemerkenswert, dass die SSDs, zwei sind möglich, per PCI Express mit 4 Lanes angebunden sind. Das heißt, es gibt bei sehr schnellen Laufwerken dann durchaus über 1,2 GB pro Sekunde Transferrate. Ansonsten entspricht das Gerät dem üblichen Ultrabook-Formfaktor, ist also ziemlich dünn. Die Anschlüsse sind nur links, hier unter anderem mit DisplayPort und HDMI. Und rechts, da gibt es zwei weitere USB 3.0s. Die Kühlung saugt, wie stets, Luft von unten an und drückt sie dann hier aus dem Gehäuse. Ein großes Display braucht auch eine große GPU. Deswegen ist eine NVIDIA GTX 850M mit 2 GB Speicher verbaut. Sollte also bei Auflösungen unterhalb von 4K durchaus spieletauglich sein. Für die volle Displayauflösung in 4K reicht eine einzelne GPU nur noch bei deutlich reduzierten Details aus. Aber im Endeffekt ist das sowieso eher ein Desktop-Replacement oder ein Arbeitsgerät. Mit 15,6 Zoll, 2,2 Kilo ist es auch für unterwegs noch tragbar. Leider verrät Asus auch auf mehrfaches Nachfragen nicht, wann das NX500 auf den Markt kommt und was es kostet. Wir gehen von dem Preis nicht unter 1.500 Euro aus. Es wird es in mehreren Ausstattungsvarianten geben, die sich vor allen Dingen durch die Größe und Zahl der SSDs unterscheiden.